Hallo! Kennst du die Augenfarbe von deiner Partnerin oder deines Partners? Wenn ja, dann herzlichen Glückwunsch, du begegnest deiner Partnerin oder deinem Partner auf Augenhöhe. Denn nicht umsonst heißt es Ansehen schenken. Ich liebe ja die deutsche Sprache. Es impliziert ja förmlich, dass du der Person in die Augen schaust und eben erraten kannst, welche Augenfarbe sie hat. Egal wem du begegnest, schau in Zukunft so intensiv in die Augen, dass du automatisch versuchst zu erraten, welche Augenfarbe dein Gegenüber hat. Und automatisch wird dein Blick nämlich sympathisch wirken. Was ich ja nicht verstehe, ist, wir schauen ja stundenlang teilweise in unsere Smartphones und Laptops und Computerbildschirme. Und wenn es denn darum geht, einem Menschen sympathisch zu begegnen und eben auf Augenhöhe zu begegnen und eben Ansehen zu schenken, dann werden unsere Blicke teilweise echt flüchtig. Und das kannst du wunderbar ankurbeln mit diesem Impuls, nämlich die Augenfarbe deines Gegenübers zu erraten. Viel Freude dabei. Es ist super spannend und es sind so schöne Augen, die du entdecken wirst. Bleib immer wertschätzend. Herzlichst, deine Betül.